Eiskrone. Mahnmal unseres Leidens. Der Vorhang zwischen Leben und Tod. Und auf dem Frostthron sitzt ein elender Dieb. Doch kein König herrscht für immer. Nicht würdig, diese Krone zu tragen. Sie birgt so viel Macht. Diese Macht wird euer Gefängnis. Diese Welt ist das Gefängnis. Champion,
Ihr werdet den Sturmwind für eine dringende und heikle Angelegenheit gebraucht. Kommt sofort. Und zwar allein. Ja, mit dieser Anforderung im Spiel sind wir zurück. Es war zu erwarten, World of Warcraft Shadowlands ist noch nicht erschienen. Allerdings, der Pre-Patch war ja schon vor einiger Zeit. Und jetzt 2 Wochen vor dem Start der Erweiterung gibt es auch ein Pre-Patch-Event. Das werden wir uns anschauen. Was ich jedes Mal sage, wenn ich ein Let's Play von Blizzard beginne, sage ich nochmal deutlich dazu. Ich arbeite für Blizzard, allerdings, das ist keine Werbung, ich bekomme kein Geld dafür, ich bekomme keine Vorteile auf der Arbeit. Es ist wirklich nur, ich spiele es, weil ich Lust darauf, genauso wie ich Spiele von anderen Herstellern spiele, wenn ich Lust darauf habe. Bevor wir uns hier jetzt anschauen, was da so dringend nötig ist, eine kleine Erläuterung für die Leute, die vielleicht nicht immer genau verfolgen, was in WoW los ist. Wer meine Battle for Azeroth Let's Plays gesehen hat, der hat gesehen, der Shadow ist Level 120. Wenn wir jetzt hier schauen, Stufe 15. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, will der Shadow jetzt erst noch 70 Level machen, bevor er sich das anschaut? Nee. Und zwar, es wurden mal wieder Zahlen verändert. Es war ja damals mit Mist auf Pandaria, wurden Schadenzahlen und Lebenspunktezahlen verringert. Dann mit Legion gab es den Squish des Item-Levels, also Gegenstandsstufe. Und jetzt wurden alle Charaktere, die 120 waren, die sind jetzt nur noch Level 15. Und alles, was drunter war, wurde auch entsprechend runterskaliert. Sprich, in Shadowlands wird man leveln von 50 bis 60. Man ist noch genauso mächtig wie vor, es wurden einfach nur die Zahlen verringert. Wir sehen auch hier schon ein paar kleine Änderungen an der UI. Hier zum Beispiel, jetzt ist es wieder weggegangen, es gibt jetzt so ein Icon, das einem letztendlich anzeigt, wo es die nächste Quest gäbe. Aber wir schauen uns das mal an. Wir haben ja gerade schon gesehen, die Einblendung, höchste Dringlichkeit, wir müssen uns bei Gen Graumähne einfinden. Und schauen wir mal kurz, wo schwirrt der rum? Das ist Aufruf an die Verbündeten. Bei der Löwenruhe. Sollte das... Ach, hier. Gut, habe jetzt lange mit dem Charakter nicht gespielt. Ich habe irgendwo ein Flugreittier. Genau. Und dann fliegen wir mal da rüber. Ja, Pre-Patch-Event wird laufen über 2 Wochen, oder genau gesagt 13 Tage. Ist ein bisschen time-gated, also ist jetzt erstmal 7 Tage lang passiert jetzt irgendwas. Dann kommt eine 2. Woche, da wird was Neues passieren und das läuft dann 6 Tage. 6 Tage, denkt ihr vielleicht, ist komisch, warum einmal so kurz? Die Pre-Patch-Sachen, die beginnen bei der europäischen Serverwartung. Aber der Launch der Erweiterung, der ist zeitgleich, der ist global, zusammen mit der amerikanischen Serverwartung, die dienstags ist. Und deswegen ist die 2. Woche nur 6 Tage lang. Ja, schön hier durch. Wie konnte ich das zulassen? Was ist denn hier los überhaupt? Also ganz dringend. Unser Fluch ist unsere größte Gabe. Wer nicht kennt, Gen Graumähne ist der Anführer der Worgen, aber hier in seiner Menschengestalt. Oh, das Herz der Allianz wird angegriffen. Die Geißel der Untoten wimmelt in einer Zahl, wie man sie seit der Rückkehr von Arthas Menethil nicht mehr gesehen hat. Inmitten des Chaos ist etwas Schreckliches passiert. Arthas Menethil kennen einige als den Lich King, zu dem er dann geworden ist. Was ich euch sagen werde, wurde unseren Verbündeten noch nicht mitgeteilt. Sie werden es rechtzeitig erfahren, aber erst muss ich mit euch sprechen. Erlaubt mir, das zu erklären. Die Allianz muss bestehen. Gut, was ist denn passiert? Gilneas wird...
wusste, sie würde kommen. Eines Tages. Um sich diese Macht zu sichern. Stattdessen hat sie das Undenkbare getan. Nun ist niemand mehr sicher. Sie will beenden, was sie begonnen hat. Und alle brechen, die sich ihr widersetzt haben. Wer Azeroth zusammengehalten hat, sollte sich vorsehen. Unser Ende beginnt. Die Cutscene war ein bisschen seltsam. Er hat quasi ein Wort gesagt und dann kam die Cutscene. Wer sich gefragt hat, wer war das am Anfang? Der mit dem roten Zeug überall am Körper. Das ist Bolvar Vordragon. Am Ende von Wrath of the Lich King wurde der Lich King, Arthas meine Ziel, besiegt. Dann kam allerdings der Vater von Arthas als Toter und hat gesagt, ja, die Geißel muss immer kontrolliert werden, es muss immer einen Lich King geben. Hat Bolvar sich halt die Krone aufgesetzt, hat sich auf den Thron gesetzt. Aber was Sylvanas ja jetzt gemacht hat, sie ist dorthin gegangen, hat ihm die Krone abgenommen und zerrissen. Und weil da ja die ganzen toten Seelen drin waren, das war ja, was der Lich King gemacht hat, wurde dann diese Barriere zu den Shadowlands aufgebrochen. Und anscheinend hat sie jetzt irgendwas mit den Anführern gemacht. Auf der Allianzseite, das weiß ich schon, Anduin und Jaina hat man gesehen, die sind wohl betroffen. Auf der Hortenseite sind Swile, der war ja da mit seiner Frau zu sehen, Draka, irgend sowas. Und Bane, der Anführer der Tauren. Was bringt ihr für Neuigkeiten? So, wir müssen einen Weg finden, Anduin und die anderen zu retten. Aber erstmal die Sicherheit, unsere Priorität. Ich habe mich diesbezüglich an diejenigen gewandt, die mit dem Umgang mit Bedrohung dieser Art erfahren sind. So, wir müssen mit Kommandant Gregor im Handelsdistrikt sprechen. Mein Volk hat so viel durchgemacht. Diese Entführungen. Die Angriffe der Geißel. Die Banshee wird für ihre Taten bezahlen. Bei Elyns Zorn. Wir ziehen sie zur Rechenschaft. Gerechtigkeit interessiert mich im Moment nicht. Ich will wissen, wohin sie unsere Freunde gebracht hat. König Graumähne, wie lautet der Plan? Wir holen sie zurück, Telia. Ich schwöre, wir werden sie alle retten. Ja. Die Schwarze Klinge hat den Hochlord von der Schlacht in Eiskrone gerettet. Er erholt sich in Acherus. Ich bete, er kann uns Antworten verschaffen. Ohne den verfluchten Helm greift die Geißel wild um sich. Wir brauchen den Argentum-Kreuzzug, um uns gegen die Untoten zu stemmen. Wenn jemand aufklären kann, wie all das zusammenpasst, dann Bolvar. Habt ihr Bolvar gesagt? Bolvar Vordragon? Das ist mein Vater. Lebt er etwa? Telia, ich werde alles erklären. Aber wir können uns keine Ablenkungen leisten. Zu viel steht auf dem Spiel. Gut, hier ist zu Ende geredet worden. Lustig fand ich eben, als da die wichtigen Sachen erzählt wurden, dass Chandris zwischendurch ihre Eidl-Animation hatte. Und ein bisschen wippte mit der schönen Physik in diesem Bereich hier. Also ganz schreckliche Sachen. Oh, ich wippe mal auf und ab. Na gut.
Dann schauen wir uns das mal an, wo der Kommandant steht. Die Post wird wahrscheinlich sein, habe ich noch nicht geschaut. Ja, es gab wegen des 16. Geburtstages, gibt es aktuell sowas, womit man mehr Erfahrung bekommt. Aber da wir noch nicht auf Level 60 leveln können, das kommt ja erst mit der Erweiterung, brauchen wir das im Moment noch nicht. Was kann ich für euch tun? So. Der erzählt noch was. Agentumkreuzzug kennt man zum Beispiel. Die waren damals von Naxxramas zum Beispiel. Und auch in Wrath of the Lich King waren sie wieder ein wenig beim Kampf gegen die Geißel beteiligt. So, die Geißel kann jederzeit und überall zuschlagen. Um diese Unvorhersehbarkeit zuvorzukommen, hat der Agentumkreuzzug Schlüsselpunkte gesichert. Allerdings noch keine Berichte. Das Schlimmste wird befürchtet. Begeht euch zur Straße und überprüft die Außenposten. Möge das Licht mit euch sein. Und wir müssen jetzt ein paar Berichte abholen. Und bringt vor eurer Rückkehr noch Leutnant Vernon auf den neuesten Stand. Er erwartet eure ersten Berichte in Dunkelheim. Ich weiß letztendlich nicht genau, wie lange ich hier brauchen werde für dieses Pre-Patch-Event. Es kann eine Folge sein, vielleicht werden zwei, drei. Ich weiß also absolut nicht, wie zeitaufwendig das sein wird. Aber okay, wir ziehen erstmal ein paar Berichte ein von den Leuten. Was noch ganz spannend ist, kann ich vielleicht noch erzählen, weil wir ja Level 50 sind. Das Level-System wurde auch komplett verändert. Wenn man jetzt ein neuer Spieler in WoW ist, dann, also den ersten Charakter, dann kommt man in ein neues Startgebiet, wo man wirklich alles lernt. Das fängt wirklich an mit, Lea, legt eure Hände so, dass ihr mit der linken Hand WASD erreichen könnt und die rechte habt ihr an der Maus. Also wirklich ganz, ganz die rudimentären Sachen. Sobald man Level 10 ist, mit dem ersten Charakter, levelt man von 10 bis 50 in Battle for Azeroth und würde dann von 50 bis 60 in Shadowlands leveln. Wenn es man schon einen Charakter hat, dann kann man sich aussuchen mit dem neuen Charakter. Ja, ich möchte dieses Startgebiet machen oder ich möchte in mein rassenspezifisches Startgebiet. Das geht dann auch immer bis Level 10. Und dann kann man zu Chromi gehen. Die steht sowohl in Sturmwind als auch in Orima, sitzt da auf einer Sanduhr. Dann kann man zu ihr gehen und sagen, ich möchte jetzt in Burning Crusade leveln oder in Legion. Was immer man will. Und dann levelt man von 10 bis 50 in dieser Erweiterung. Das sollte reichen. Man kann auch zwischendurch wechseln, wenn man da irgendwie dann doch mal woanders hin will. Und mit 50 geht es dann auch nach Shadowlands. Es wurde also ein wenig verändert. So, du leuchtest, du hast einen Bericht für mich. Was kann ich für euch tun? So, unsere Patrouillen berichten von einem Aufkommen der Geißel im Osten. Unsere Streitkräfte wanken, aber sie halten die Stellung. Und ein Speer ist noch nicht zurückgekehrt. Man sieht sich. Ja, man sieht sich. So, der nächste sollte dann hier in die Richtung sein. Das kann man ja immer hier wunderbar sehen. Das ist die Frage, weil ich jetzt noch hier keine Einbindung habe. Ist das was weiter weg? Ja, das ist was weiter weg. Es ist also ein wenig Fliegerarbeit. Aber bevor ich jetzt irgendwie nach Sturmwind zurück mir einen Flugmeister suche und dann irgendwo einen da in der Nähe suche, ist das, glaube ich, sinnvoller, da normal hinzufliegen. Weil das ist im Gebiet daneben. Es ist zwar ein bisschen, hätte ich jetzt eigentlich in dem Flug das mit dem Leveln erzählen können, aber na gut, das konnte ich ja nicht wissen, dass das so weit sein wird. Könnte auch eigentlich das hier mal ausblenden, weil das brauchen wir nicht mehr. Ich habe schon so ein bisschen die Taschen aufgeräumt, als der Pre-Patch kam. Es haben sich auch die Talente ein wenig verändert, hier nicht. Das wurde jetzt im Level halt entsprechend angepasst, weil es ja nicht mehr 120 ist.
Oh. Das war jetzt unerwartet. Ehre dem König, Freund. So, die Präsenz nimmt immer mehr zu. Ohne angemessene Verstärkung könnte Sturmwind bald belagert werden. Und den Bericht bitte abliefern. Siehe den Ehrenfreund. So, und dann haben wir noch einen. Also es ist quasi jetzt, so wie ich sehe, alles um Sturmwind herum. Also wir sind ja jetzt hier, okay, das ist das Rotkammgebirge. Dann hatten wir das im Wald von Elwin. Und das letzte wird jetzt im Dämmerwald sein, sprich direkt nach der Grenze. Das ist also diesmal nicht so weit. Also alles quasi, was um Sturmwind herum liegt, was ja anscheinend hier in Gefahr ist. Ehre dem König, Freund. So, der Kurier hätte Sturmwind längst erreichen können. Der kam aber nie an, deswegen gib mir die Berichte. Seid vorsichtig. Da kam was angerannt, da bin ich ganz kurz hoch. Ja, Ghule sind wieder unterwegs. Das ist jetzt normaler. Es gibt wieder, so ähnlich wie damals bei Breath of the Lich King, gibt es wieder so einen Ghoul-Event, wo Spieler zu Zombies werden können und andere Spieler angreifen können. Einige fanden das damals sehr lustig, einige fanden es scheiße, dass sie dann quasi infiziert wurden, wenn sie was anderes machen wollten. Es gibt diesmal einen NPC in den Hauptstädten, da kann man quasi sich impfen lassen, würde ich mal sagen, was in Zeiten von Corona vielleicht ein bisschen seltsam klingt. Und dann kann man von den Zombies nicht mehr angegriffen werden. Das ist für die Leute, die keine Lust haben auf darauf, gegen die Zombie-Invasion kämpfen zu müssen. Kann ich euch helfen? So, hier alle Berichte für dich. Schlimmer als wir dachten. Gregor muss davon erfahren. So, und wir müssen auch 12 Diener der Geißel töten. Spannend, ich habe mit dem Charakter, oder ich habe seit längerer Zeit nicht mehr WoW gespielt. Dann schaue ich mir mal an, was wir da so für Möglichkeiten haben. Wer mich kennt, wenn ich einen Krieger gespielt habe, ja, ich level als Tank. Und das werde ich auch weiterhin machen. Dann bin ich halt nicht super schnell, aber es ist einfach die entspannte Spielweise, die ich bevorzuge. Das ist jetzt, ja, wird man sehen können. Also diese Quests sind nicht super kompliziert oder super gefährlich. Ach, immer wenn ein Frostwurm drüber fliegt. Ich habe so ein paar neue Fähigkeiten bekommen, die ich mir anschauen muss, wie zum Beispiel Sturmblitz. Das ist auch so eine Art Fernkampfangriff, was ja für einen Krieger immer eine nette Sache ist, der normal nur im Nahkampf was macht. Aber neben meinem normalen Waffewerfen, was auch bei Wraith oder Dungeon zum Pullen geeignet wäre, habe ich jetzt noch was Ähnliches. Hatte ich aber nicht so einen Sprung. Heldenhafter Sprung. Das war's, was ich suchte. Nachdem ich die ersten paar getötet habe, habe ich gesehen, okay, ich kann mir auch ein paar mehr zumuten. So, 10 haben wir. Da holen wir uns noch den da drüben. Ja, nicht entrinnen hier. Und wenn wir letztendlich mit allem hier fertig sind, dann wird es nächste Woche, ja, time-gated nennt man das, dann wird noch mehr passieren, wann immer wir hier fertig sind. Schnell hoch, bevor die mich da sehen. Ja, zum Glück macht es keinen Schaden, es betäubt nur. Es könnte in Kämpfen manchmal ungünstig sein, aber tut nicht so sehr weh. So, jetzt müssen wir nach Sturmwind zurück. Also schnell weg, bevor der Frostwurm wieder drüber fliegt.
Kommandant Gregor, das war ja der vom Agentum-Kreuzzug, der gesagt hat, holt die Berichte. Haben wir also jetzt gemacht und auch ein paar Diener der Geißel schon ein wenig was in die Fresse geschaut. Und auch wenn das jetzt so ein bisschen von der Story klingt wie Lich King Reloaded, gehe ich nicht davon aus. Das ist vorrangig jetzt erstmal der Aufhänger für die Erweiterung, was da passiert. Aber ja, wie gesagt, die Krone von Lich King, die ist ja zerstört worden von Sylvanas, die Volva aufhatte. Also das wird jetzt nicht wieder sein, dass man gegen den Lich King tötet. Man hat ja schon so ein paar Namen gehört, wer irgendwie da im Hintergrund von Shadowlands die Strippen dreht. Der Jailer oder so, von dem man nicht so viel weiß. Also das ist nicht eine Neuauflage von Wrath of the Lich King. So, der steht, glaube ich, direkt hinter der Tür. Und ich werde der Justiziarin unsere volle Unterstützung zusichern. Unsere Verstärkung wird in Kürze eintreffen. Hallo. Ja, hallo. Hier, Rückkehr der Geißel. Ich werde dafür sorgen, dass König Graumähne und der Lord Kommandant die Berichte erhalten. Der Kurier hat mir verheerende Neuigkeiten aus Eisgrund überbracht. Offenbar sind wir nicht die Einzigen, die angegriffen werden. So, wir müssen uns darum kümmern. Weiter koordinieren. Meldet euch bei Justiziarin Mariel am Treuherz am Agentum-Turnierplatz in Eiskrone. Schönen Tag auch. Da geht es hin. So, jetzt wollte ich gerade sagen, genau. Gibt es bitte einen Port in Eiskrone? Weil wenn ich da erstmal jetzt auf dem normalen Weg hin müsste, müsste ich quasi mit einem Schiff rüber nach Nordend und dann nach Eiskrone fliegen. Der Charakter müsste das alles noch haben. Das ist ja mein Main-Charakter. Aber trotzdem ist ein Port natürlich angenehmer. Und da steht, ne, oben rechtsional Magiersanktum, das ist das hier. Das ist optional. Und jetzt das Portal in den Kristallsangwald. Das ist unter dem alten Dalaran. Wobei ich unsicher. Ja, fliegt es wieder hin und her wahrscheinlich. Weil eigentlich war es ja aber in verheerten Inseln. Aber das ist jetzt, schauen wir mal, wenn der Lua-Fehler weg ist. Ja, es ist wirklich wieder im Kristallsangwald. So, dann müssten wir jetzt mal schauen. Also ich gehe davon aus, auch wenn ich einen Fraktionswechsel hatte, dass ich die Flugpunkte hoffentlich noch habe. Das werden wir jetzt mal rausfinden. Ach, wie lange ich dieses Dalaran nicht mehr gesehen habe. Das ist schon was her. So, schauen wir mal. Eiskrone. Flugpunkt, Agentum-Turnierplatz. Müsste das hoffentlich sein. Jawohl, haben wir. Dann fliegen wir mal darüber. Ich kann in der Zeit auch mal schauen. Es gab doch irgendwo, weil ich jetzt ein, zweimal hatte, gab es nicht Lua-Fehler ausblenden. Irgendwo gab es irgendwo. Also ich habe meine Add-ons aktualisiert nach dem Pre-Patch. Allerdings gab danach ein paar Hotfixes noch. Also meine Add-ons sind nicht komplett aktuell und deswegen wurde wahrscheinlich ein oder zweimal was eingeblendet. Ich habe auch gerade einen Debuff. Unterkühlende Winde verursacht alle 10 Sekunden 402 Frostschaden, sucht an einem Feuerschutz. Es kann sein, dass mir das nicht passiert, weil ich auf einer Flugroute bin. Oder ob meine Eigenregeneration hoch genug ist. Aber das gab es damals in Eiskrone auf jeden Fall noch nicht. Werden wir gleich mal sehen, ob wir da wirklich Schaden bekommen.
Aber da steht auch, sucht an einem Feuerschutz. Also es sollte irgendwo Feuer gehen und dann kann man wieder sich aufwärmen. Werden wir gleich sehen. Wenn das alle 10 Sekunden 402 ist, das würde dann schon recht schnell wehtun. Deswegen schaue ich gerade schon mal sicherheitshalber, wo hier Feuer sind. Also ich sehe da ein paar Feuer, die wir notfalls dann mal wo uns hinbegeben könnten. Schauen wir, wie gesagt, ob wir Schaden bekommen, wenn wir gelandet sind. Ja, ich habe schon den Schaden ticken sehen. Das war das falsche Mount. Ja, also Schaden bekomme ich. Vergebt mir, aber diese Denkweise halte ich für antiquiert, Justiziarin. Wir müssen schnell handeln, bevor es zu spät ist. Wenn wir Wie kann ich euch weiterzögern, helfen? könnte unsere Chance verloren sein. So, ich wurde getippt von Kommandant Gregor, den ich nie vorgesehen habe. So, der Angriff der Geißel war so plötzlich wie unerwartet, unvorbereitet. Wir müssen das Gebiet sichern, bevor wir zum Gegenschlag ansetzen können. Vernichtet diese Monster im Namen des Lichts. Jetzt müssen wir wieder hier 12 Diener töten. Bis wir uns wiedersehen. Der Kreuzzug ist bereit. Und Recken Bleibt retten. standhaft. So, jetzt kann ich hier gerade nicht aufmounten. Ich wollte nämlich was testen. So. Es hat ein ganz klein wenig getickt. Also die Eigenregeneration ist schon hilfreich. Oder wäre dann ein Recke. Ich wollte aber kurz was schauen. Nur zur Sicherheit. Wir hatten doch eben hier Feuer gesehen. Ah ja, okay. Hier wird mir also nicht kälter. Hier könnte ich also hin, wenn ich es denn möchte. Uns